Wir kommen zur nächsten Künstlerin des heutigen Abends. Sie kommt aus Köln. Das hat schon mal einen Lokalapplaus verdient. Kölner! Dieser Applaus für Stefanie Sauer! Sabrina Sauer! Sabrina Sauer! Kids. Ja, also ich bin Sabrina Sauer, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Köln und ich habe jetzt festgestellt, dass um mich rum gerade alle irgendwie schwanger werden wollen und Babys schon haben oder irgendwie welche kriegen wollen und ganz ehrlich, das macht mir ein bisschen Angst, ne? Ich bin 25 und Babys sind so irgendwie und dann denke ich mir so, warum habe ich Angst? Ich habe jetzt nicht diese Mainstream-Angst so vor dem Geburtsschmerz, ne? Kennt ihr das so immer dann so, oh, das tut bestimmt voll weh und dann diese Mädels immer, also ich weiß überhaupt nicht, wie das da durchpassen soll. Und du denkst dir so, ja genau, seit du 14 bist, darf da alles rein, aber raus. Das sind dann... Yeah. Come to me. Ja, und das sind dann auch die Mädels, die denken, dass man nach dem Sex, wenn man mit Cola ausspült, dass man dann nicht schwanger wird. Das gibt's echt. Und ist aber nicht meine Angst. Ich stelle mir auch den Schmerz so ein bisschen einfach vor wie Verstopfungen, oder? Du musst halt ein bisschen drücken, ja, oder? Du musst halt so drücken, weil da was raus will. Und wenn es dann raus ist... Alter, das ist so ein geiles Gefühl, oder? Du bist danach der König. Wenn du das morgens hast, so den ganzen Tag, heute muss ich nicht mehr scheißen. Super. Ja, das ist aber, wie gesagt, jetzt nicht meine Angst. Meine Angst ist so ein bisschen, wenn das dann draußen ist, ne, dann hast du das da so. Ja, dann ist das auf einmal hässlich. Ja, das klingt jetzt doof, aber es ist ja auch mehr die Angst, dass alle das hässlich finden, außer ich, ne? Weil ich ja die Mama bin und so denke, ja, süß. Und alle denken sich so. Und ja, ich habe dann so überlegt, woher kommt das und wieso? Wie habe ich da so Angst vor? Und das fängt doch schon in der Jugend an. Oder kennt ihr noch alle dieses Mein Baby? So früher oder so eine Scheiße, diese TV-Formate, da hat man doch ein Trauma von, oder? Das sind immer, also welche Frau lässt sich denn dabei filmen, wie sie gerade ein Kind kriegt? So, und das sind immer nur so zwei Arten von Frauen. Entweder sind das so die ganz Routinierten, ne, die da liegen, so ihr 35. Kind einfach mal dem Arzt innerhalb von 2 Minuten so, fertig, so Dieter, wir können gehen. Oder das sind so die ganz Verklatschten, ne? Diese Reaktionen dann auch immer, ne? Die sind immer die gleichen. Es sind ja dann, die kriegen dann so ihr Baby, ne? Und da wird immer ganz viel geheult und geschrien und geguckt und so. Und, aber die freuen sich mal alle, ne? Die finden das Baby immer mega hübsch. Und da wünsche ich mir manchmal einfach so eine ehrliche Reaktion, oder? Weil so einfach, ne? Du bist so am Pressen und... Herr Doktor, vielleicht sollte das noch mal 2 Wochen rein. Vielleicht. Und, also ich bin ja auch nicht gemein jetzt oder so, ne? Also ich war selber ein hässliches Baby und ich bin echt froh, dass meine Eltern mich behalten haben. Aber, und ich weiß ja, es gibt auch, ich bin mit der Bahn gekommen, und da saß mir gegenüber so ein mega süßes Baby. Und ich dachte mir so, oh ja, so eins will ich. Das war mir wie so gemalt, ne? Und ich dachte mir so, boah, so, boah, wie so der Van Gogh der Babys so. Und dann dachte ich mir so, als ich dann hier so im Klo ins Spiel geguckt habe, dachte ich mir so, mein Kind ist so, wie wenn du dich in der Schule so auf die Tube deckweiß gesetzt hast. So. Oh, doof. Und dann dachte ich mir aber, woran liegt das eigentlich alles? Und dass wir das einfach nicht so real sehen, dass das jetzt hässlich ist, weil das wäre ja nicht schlimm, ne? Dann kann man ja damit umgehen. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe
habe den Grund gefunden, vielleicht auch den Grund, dass meine Eltern mich behalten haben. Oxytocin, das ist ein Hormon, das macht, dass uns Frauen ganz egal ist, was da rauskommt. Das lieben wir einfach. Das lieben wir. Das ist krank. Ganz ehrlich, wir könnten da einfach so 3,5 Kilo Mett aus der Scheide schießen. Bumm, und wir würden das einfach lieben. Das liebe ich. Ah, guck mal, ein Schnulli ins Mett. So, das ist doch gruselig. Und dann hab ich mir gesagt, Sabrina, ganz ruhig. Wenn das mal irgendwann passiert, dann so brauche ich einen Plan. Und dann habe ich mir gedacht, ich suche mir einfach irgendwen, ne, der mir so ein ganz neutrales Urteil geben kann. So irgendwie den Hausmeister vom Krankenhaus, hol den rein, stell den so hinter die Hebammen. Und während ich da so am Pressen bin, dann einfach so, der soll mir dann sagen, wie ungefähr das aussieht. Und wenn das hässlich ist, scheißegal, oder? Heutzutage kein... Machst du dem Kind einfach so einen Instagram-Account oder ein Facebook-Profil, dann kriegst du noch Geld. Und wenn einer doof fragt, was jetzt ein Baby ist, ja, dann schickst du einfach so ein Bild von der Zimmernachbarin. Dankeschön. Sabrina Sauer! Nightwatch. Sabrina Sauer!